Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute weiter im Bereich der Verkehrswende, nachdem wir die letzten beiden Einzelfolgen mit mir über klimaneutrale Treibstoffkonzepte gesprochen haben, also E-Fuels und HVO, also hydrierte Pflanzenöle, möchte ich heute die Folge nutzen, um über das Thema Fahrverbote zu sprechen, denn das waberte ja in den letzten Wochen mal kurz durch die Medien, angetrieben durch den Bundesverkehrsminister. Und wir wollen uns mal in der heutigen Folge etwas genauer anschauen, was steckt da eigentlich hinter, wie kommt es zu dieser Aussage, drohen wirklich Fahrverbote, also die Einschränkung der Individualmobilität, was sind die politischen Hintergründe und wo stehen wir bei der Verkehrswende überhaupt? Den Blick wollen wir auch nochmal etwas heben und uns das gesamte Spektrum in der Verkehrswende ansehen. Also, wo kommt das her? Was ist der Hintergrund dieser Aussage von Bundesminister Wissing, der, ja, sagt jetzt, angedroht hatte vor kurzem, ein paar Wochen schon her, aber das war natürlich Wasser auf die Mühlen von eher populistischen Medien, sagen wir es mal so. Wieso droht plötzlich der Verkehrsminister mit Fahrverboten für den Privatverkehr? Hintergrund ist, dass auf der einen Seite jetzt für das letzte Jahr das Bundeswirtschaftsministerium, das ja auch für den Klimaschutz verantwortlich ist, mitgeteilt hat, wir sind auf Kurs, was die Einhaltung unserer Klimaschutzziele angeht. Das war im ersten Moment, ist das natürlich erstmal positiv, dass wir also unsere Klimaziele erreichen. Auf der anderen Seite, wenn man ehrlich ist, na, ganz so ist es nicht. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wie man das rechnet und was da für Effekte reinkommen. Tatsächlich jetzt für 2023 sah es ganz gut aus, aber das waren ja verschiedene Effekte, die gewirkt haben auf den Rückgang der Treibhausgasemissionen. Zum einen gab es tatsächlich eine Änderung in der Berechnung der Methode, dass die Emissionen aus der Energiewirtschaft anders berechnet wurden. Und dann gibt es auch nochmal konjunkturbedingte Emissionsrückgänge. Also insbesondere die Groß- und Schwerindustrie hat im vergangenen Jahr die Produktion runtergefahren und etwas runtergefahren aufgrund der, ich sag mal, energiepolitisch, gesamtpolitisch, geopolitischen Lage, hohe Energiekosten etc. Und wenn natürlich weniger produziert wird, dann entstehen natürlich auch weniger Treibhausgase. Haben wir uns ja auch schon vor kurzem nochmal mit Christian Kammler so ein bisschen angeguckt, als wir das Thema Deindustrialisierung haben und mal ein bisschen eingeordnet haben. Also das sind so zwei Effekte, die mitspielen. Das ist erstmal positiv, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir auf dem Weg sind. Ein weiteres Problem, was wir grundsätzlich haben, ist beim Klimaschutz, dass die einzelnen Sektoren, die definiert sind, und die sind tatsächlich definiert im Bundesklimaschutzgesetz, das damals sogar noch die Große Koalition auf den Weg gebracht hat. Da gab es ja dann auch verschiedenste Differenzen und Diskussionen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nur bestätigt, dass nach der Klage verschiedener Gruppen, unter anderem Fridays for Future, dass die Einhaltung der Klimaschutzmaßnahmen ein Menschenrecht ist, also etwas ins Blaue gesprochen, ohne das jetzt juristisch im Detail hier in der Runde ausführen zu wollen. Aber tatsächlich, wir haben uns ja verpflichtet, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das ist europäisch und auch in Deutschland verankert mit Verordnungen und entsprechenden Gesetzen. Wir haben insgesamt 6 Sektoren, die Ziele haben, und zwar festgelegte Ziele, was die Jahresemissionsmengen in Millionen Tonnen CO2-Äquivalent angeht. Das ist also die Energiewirtschaft, das ist immer
klar, das Große, was man als erstes vor Augen hat, wenn man von der Energiewende spricht, also Kraftwerke. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Bis 2030, das ist ja so die erste Kennzahl, also der erste Meilenstein, den wir erreichen wollen. Die Industrie haben wir noch, den Gebäudesektor, den Verkehrssektor, die Landwirtschaft und die Abfallwirtschaft. Das sind so die Punkte, wo die Abfallwirtschaft eine sehr kleine Rolle spielt, weil sie einfach eine sehr geringe Menge hat. Das sind nur 8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Also die spielen eine untergeordnete Rolle. Die großen Player sind die Energiewirtschaft, deswegen müssen wir da was tun. Das ist halt das, was wir unter der Energiewende, eigentlich Stromwende, verstehen. Die Industrie muss etwas tun, also alle Emissionen durch industrielle Prozesse. Das beides ist ja abgedeckt durch den CO2-Zertifikatshandel in der Europäischen Union. Was jetzt halt fehlt, sind die Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft. Und da passiert im Moment viel, viel zu wenig. Was nicht einfach ist, also Gebäudesektor, landläufig mit dem Heizungsenergie oder Heizungsgesetz, was wir im letzten Jahr ja hatten, also Gebäudeenergiegesetz, eigentlich mit der Debatte zum Thema Wärmepumpen und funktioniert das überhaupt und Gas- und Ölheizung und so weiter. Das soll heute nicht das Thema sein. Aber heute Verkehrssektor, denn der Verkehrssektor hat einen Anteil von 20% an den Emissionen gemäß der Sektorenaufteilung. Aber die Rückgänge jetzt von 1990 als im Referenzjahr bis 2022 im Verkehrssektor waren lediglich 9,4%, währenddessen andere Sektoren deutlich mehr erreicht haben, also Energiewirtschaft, Industriegebäude, fast 50% Rückgang der Treibhausgasemissionen, die Landwirtschaft 25%. In Summe hat Deutschland 40% Treibhausgasemissionsreduktion erreicht. Das ist ganz ordentlich, aber der Verkehrssektor, der kommt nicht aus dem Quark. Und tatsächlich ist es im Klimaschutzgesetz so geregelt, dass da erstmal dann die Bundesministerien in der Verantwortung sind. Also wenn die Energiewirtschaft nicht zieht, dann ist das Wirtschaftsministerium verantwortlich. Im Landwirtschaft, dann natürlich der Landwirtschaftsminister. Verkehrssektor ist natürlich dann der Verkehrsminister, der dann gerade in Amt und Würden ist. Naja, und da ist jetzt, da passiert nicht viel und die Klientel hinter der Partei FDP wirkt auch so, dass dass Klimaschutzmaßnahmen halt einfach nicht opportun sind, dass wir sie nicht umgesetzt bekommen. Es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen, die haben wir hier in der Podcast-Reihe ja auch schon mehrfach diskutiert. Was kann man tun? Welche Bausteine? Also das Umweltbundesamt hat verschiedene Bausteine identifiziert, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die werden wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken, was tatsächlich passt. Die E-Fuels, wie wir sie ja uns vor kurzem angeguckt haben, spielen dabei halt eine untergeordnete Rolle, weil wir sie einfach nicht zur Verfügung haben werden für den Verkehrssektor, haben wir uns ja tatsächlich schon angeguckt. Aber wo kommt das jetzt her? Ist es jetzt so im Klimaschutzgesetz, wenn jetzt diese Sektorenziele nicht erreicht werden, dann müssen die einzelnen verantwortlichen Ministerien Maßnahmen ergreifen, um ihre Sektorziele zu erreichen. Das funktioniert mal besser und im Verkehrsministerium halt nicht so gut. Jetzt ist es nicht so, dass das sofort und heute und direkt passieren muss, sondern erst in den nächsten Jahren. Aber es müssen halt Maßnahmenpakete definiert werden, um daran gemessen zu werden. Ist ja klar, ich habe ein Ziel. So könnte man das aus vielen Bereichen. Ich setze mir ein Ziel und dann gucke ich, wie ich das erreichen kann. Was muss ich dazu machen? Also ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt abnehmen möchte. Ich möchte also 10 Kilo abnehmen innerhalb des nächsten Jahres. Dann würde ich meine Ziele wahrscheinlich einigermaßen gleichmäßig verteilen, jeden Monat ein knappes Kilo. Das ist realistisch. Was sicherlich schwierig ist, zu sagen, ich mache die ersten 11 Monate nichts, halte mein Gewicht, dann muss ich halt im letzten Monat, im Dezember, 10 Kilo runterbringen. So eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch im Verkehrssektor. Es passiert so wenig.
Es muss mir passieren, also die ganzen Prognosen, die also zum Beispiel der Expertenrat für Klimafragen, der also dann die Bundesregierung auch berät oder die Zahlen erfasst, bewertet, die Projektionsberichte des Umweltbundesamtes, also das heißt der Blick in die Zukunft, wo geht der Weg hin, erreichen die Sektoren ihre Ziele, zeigen, der Verkehrssektor kommt einfach nicht aus dem Quark. Ja, andere Sektoren ebenfalls nicht so richtig. Aber der Verkehrssektor tut sich wirklich am schwersten. So, und was, wir können ja vielleicht sagen, ja gut, bis 2030 noch lange hin, wir werden dann im Jahr 2029, dann machen wir was vorher. Ja, ach, ist schwierig, aber dann im Jahr 2029, dann wird der Verkehrssektor den großen Sprung machen, den er machen muss, um seine Sektorziele zu erreichen. Denn auch der Verkehrssektor muss seine Emissionen halbieren. Da, wie gesagt, sind wir im Moment nicht. Und ganz im Gegenteil, in den Untersektoren, also den Verkehrssektor, teilt man dann noch auf in verschiedene Indikatoren. Das sind also vor allem dann der Absatz fossiler Kraftstoffe, Benzin und Diesel. Das sinkt alles zu langsam, der Individualverkehr steigt sogar an. Also das heißt, da sehen wir höhere Emissionen. Das macht die Sache wirklich schwierig, dann gleichmäßig, und das ist eigentlich das Einfachste, um das Ziel zu erreichen, gleichmäßig kontinuierlichen Rückgang zu haben. So, was jetzt passiert ist, im Rahmen einer Nivellierung des Klimaschutzgesetzes, des Bundesklimaschutzgesetzes, ist, dass diese sektorenspezifische Betrachtung, die soll wegfallen, sondern die Idee ist, dass dann künftig nur noch die Gesamtbetrachtung erfolgt über alle Sektoren und gar nicht mehr die Einzelsektoren. Das heißt, man erfasst die Daten natürlich noch weiterhin, aber es gibt keine Verpflichtung mehr, dass die einzelnen Sektoren und die damit verantwortlichen Bundesministerien dann Maßnahmen entwickeln und in die Umsetzung bringen müssen. Sondern was soll gemacht werden? Die Bundesregierung prüft also anhand von Projektionsberichten, die das Umweltbundesamt jährlich veröffentlicht, also wie sieht der Pfad aus, erreichen wir unsere Ziele. Und wenn wir 2 Jahre in Folge die Ziele verfehlen, erst dann wird es notwendig, dass Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, damit schwächt man natürlich ein Steuerungsinstrument ab, um diese Zielerreichung bis 2030 oder dann im nächsten Schritt 2040 bis zur Netto-Null zu erreichen. Denn, das vielleicht noch als Einschub an dieser Stelle, klar ist, wir müssen als Deutschland, Europa, weltweit Netto-Null-Emissionen haben. Wir dürfen nichts emittieren an Treibhausgasen, denn, das sagt nun mal die Physik, solange wir Kohlendioxid in die Atmosphäre zusätzlich geben, ohne dass Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen wird, wird es wärmer. Das ist halt so, also auch da das Bild, wenn ich einen Eimer habe und ich möchte verhindern, dass der Eimer überläuft, dann muss ich irgendwann aufhören, Wasser reinzukippen. Also ne, bleiben wir in dem Bild. Wenn wir halt am Anfang haben wir sehr schnell sehr viel Wasser reingekippt und dann irgendwann feststellen, oh, unser Wassereimer könnte ja überlaufen. Was jetzt tatsächlich passiert ist, wir haben noch mehrere Wasser reingekippt, noch schneller. Das ist natürlich genau der falsche Weg. Sodass wir jetzt schon fast an der Oberkante sind. Also nicht mehr lange Zeit. Und jetzt müssen wir halt sehr drastisch damit aufhören, Wasser da reinzukippen. Selbst wenn wir nur einen Bruchteil, also ganz wenig Wasser reinkippen, solange wir Wasser reinkippen, irgendwann läuft dann das Fass, der Eimer, über. Was dann bildlich gesprochen heißt, wir erreichen das 1,5 oder überschreiten das 2-Grad-Ziel. Die Atmosphäre heizt, oder der Planet sogar, heizt sich weiter auf. Also das ist gemeint mit dieser Netto-Null. Was man natürlich machen kann, ist, wenn ich sage, ich schaffe es aber nicht, das Reinkippen des Wassers in den Eimer zu verhindern, dann muss ich halt Technik entwickeln, um jetzt nicht den Eimer höher zu machen, sondern ich muss Wasser entnehmen. Das ist halt dieses Carbon Capture and Storage etc. pp. Haben wir schon diskutiert. Also Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder zu entfernen,
damit wir halt dieses Gesamtbudget nicht überschreiten. So, also das ist diese Netto-Null und das muss jedes Land erreichen, das muss jeder Sektor erreichen. Sonst heizt sich die Atmosphäre immer weiter auf, wenn natürlich dann die Geschwindigkeit, mit der diese Aufheizung passiert, die können wir halt reduzieren. Aber Netto-Null heißt nichts zusätzlich in die Atmosphäre. Sonst wird es immer wärmer. Das, wie gesagt, sagt die Physik. So, also zurück zu diesem Projektionsbericht. Also wenn 2 Jahre in Folge diese Zielverfehlung auftritt, dann gibt es eine Verpflichtung der Bundesregierung, weitere Maßnahmen einzuhalten. Und dann werden auch, damit gesagt, so pass mal auf, welches Ministerium ist für welchen Sektor verantwortlich. Dann muss ein Verkehrsminister jetzt als Beispiel wieder aktiv werden. So, was jetzt aber kolportiert worden ist, welche Maßnahmen sieht das Verkehrsministerium, um diese Klimaschutzziele zu erreichen? Ein Weg ist natürlich Fahrverbote. Wir dürfen nicht mit den Autos fahren. Also man kennt das vielleicht noch aus der Historie in den 70er Jahren während des, der Ölkrise, dass wir dann an Wochenenden Fahrverbote hatten, weil einfach nicht genug Öl da war, der Preis entsprechend hoch war. Das war noch jetzt kein Klimaschutzziel, sondern einfach nur ein Problem, was die Versorgung und die Preise angeht. Das wäre natürlich, also das ist eine Maßnahme, das wird nicht kommen. Also das ist auch in der Umsetzung juristisch also sehr fragwürdig. Klar, wenn ich natürlich kein Auto fahren darf an dem einen Tag und das jetzt quasi jeden Sonntag, mir wird verboten, jeden Sonntag mit dem Auto zu fahren, außer spezifische Berufsgruppen oder sowas, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen oder sonstige Einheiten. Aber damit kriege ich das natürlich hin. Aber ist ja eine Umsetzung Quatsch. Das ist reine populistische, sind populistische Aussagen, die sich natürlich sehr gut medial verkaufen lassen. Es ist aber auch kein nachhaltiges Ziel, denn wir müssen ja Ziele erreichen, die nachhaltig das die Netto-Null bei den Treibhausgasemissionen erreichen. Also das ist der falsche Weg. Vor allem jetzt bei diesem Projektionsbericht muss man immer noch aufpassen. Also die können auch nicht alle Dinge für die Zukunft berücksichtigen, wie sich jetzt die Konjunktur entwickelt etc. Also solche Effekte lassen sich in solchen Projektionsberichten natürlich sehr schwer einbeziehen. Also diese Vorhersage mit dem Ukraine-Krieg und den explodierenden Energiepreisen, das lässt sich nicht, das lässt sich natürlich nicht vorhersehen. Also tatsächlich, die Projektionsberichte veröffentlicht das Umweltbundesamt jährlich und guckt sich dann die Ziele an. Im Moment sehen wir bis 2030, dass wir unsere Emissionsziele nicht erreichen, sondern überschreiten werden. Das sind 126 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen. Werden wir bis dahin zu viel haben? Das ist ein Problem. Und da müssen wir ran, ja, primär der Verkehrssektor. Was wäre denn jetzt möglich? Auch da gibt es Vorschläge, haben wir auch schon mal andiskutiert. Das Umweltbundesamt nennt 8 Bausteine, um die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken. Ich nenne sie mal und dann wollen wir sie mal einordnen. Also, erster Schritt ist im Pkw-Bereich Elektrifizierung und Effizienzsteigerung. Entsprechendes bei den LKWs. Dann die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, ein sehr emotionales Thema. Dann Stärkung der Schiene, nennt es das Umweltbundesamt, also Güterverkehr auf die Schiene bringen. Und dann haben wir noch den Bereich, den Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Auch das gibt dann quasi nochmal einen monetären Anreiz, also mehr so ein Marktsteuerungsinstrument. Verursachergerechte Bepreisung wäre nochmal ein Weg. Dann unter dem Stichwort Stärkung des Umweltverbunds, also Radwege, Fußwege, digitale Lösungen, Sharing, öffentlicher Nahverkehr. Und dann das Letzte sind dann die sogenannten postfossilen Kraftstoffe. Das wäre dann diese Power-to-Liquid, also das heißt, dass wir aus Strom
flüssige Treibstoffe machen, aber dann für den Luftverkehr, nicht für den Individualverkehr. Die drei Maßnahmen, die am meisten bringen, also wenn wir das mal zusammenrechnen, was das Umweltbundesamt vorschlägt, dann sind das summa summarum 150 Millionen Tonnen, die wir dort einsparen mit diesen Maßnahmen. Das wäre ja schon ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wie sähe das jetzt im Einzelnen aus und was sind so die drei großen Ziele, die wir erreichen können? Also tatsächlich am meisten bringt die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also das Umweltbundesamt schlägt jetzt vor, ja, Details kann man immer noch diskutieren, aber man kann es ja rechnen, wenn wir auf den Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung hätten auf 120 km/h, außerorts 100 km/h, sondern nur noch 80 km/h und innerorts oder städtisch statt 50 km/h nur noch 30 km/h. Das würde rund 38 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Klar, wenn ich langsamer fahre, verbrauche ich weniger. Das haben wir schon mal besprochen. Mit der wachsenden Geschwindigkeit wächst der Verbrauch quadratisch. Das liegt einfach am Luftwiderstand und so weiter. Man verhindert auch noch Staus. Also verkehrstechnisch ist das auf jeden Fall sinnvoll. Beobachtet man jetzt in den Niederlanden, die das jetzt eingeführt haben, auch da gerichtlich gefordert. Und dann hat die niederländische Regierung dort entsprechend auch nachsteuern müssen. Die haben ja sogar tagsüber Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h. Und nach großer Aufregung am Anfang, im Moment, sind die Niederländer eigentlich ganz zufrieden damit. Da kann man ganz gut mit leben. Aber klar, kleines Land, keine starke Autoindustrie wie wir in Deutschland, also andere Rahmenbedingungen, ne, darf man auch nicht vergessen. So, also tatsächlich sagt das Umweltbundesamt 120 auf Autobahn, 80 außerorts, 30 innerorts. Jetzt kann man darüber diskutieren, ne, statt 80, 90 oder statt 120 auf Autobahn vielleicht 130. Ja, kann man natürlich alles diskutieren. Dann wird natürlich die Reduktion der Treibhausgasemissionen kleiner. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass es dort entsprechend Maßnahmen führt. Die zweite Maßnahme, die helfen kann, helfen wird, die tun sich dann eigentlich nicht ganz so viel, ist die Elektrifizierung des Individualverkehrs mit Pkw. Das sind dann nochmal 37 Millionen Tonnen. Also heißt Elektroautos. Auch da kommen wir nicht richtig aus dem Quark. Die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, der Absatz an Elektroautos hat sich wieder abgeschwächt. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Weil auch einfach das Angebot jetzt zwar steigt, aber es ist ja auch viel Unsicherheit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wir haben immer noch Nachholbedarf bei der Ladeinfrastruktur, obwohl auch das kontinuierlich besser wird. Das klar, geht alles immer schneller. Kann ich auch da eine nationale Quote an Elektroautos fordern, um die Ziele zu erreichen. Der Ausbau kommt einfach nicht voran. Aber da können wir nochmal 37 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Gleiche Größenordnung wie bei der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann haben wir noch den großen Bereich der Subventionen. Der teilt sich, wie gesagt, auf einmal den Abbau der klimaschädlichen Subventionen und die verursachergerechte Bepreisung. Also damit ist gemeint, eine CO2-Bepreisung einzuführen, wie das in anderen Sektoren ja schon so ist. Also bisher ist im europäischen CO2-Zertifikatshandel der Verkehrssektor ausgenommen. Der Flugverkehr ist drin, innereuropäisch, nicht interkontinental, aber innereuropäisch ist es mit drin. Der übrige Verkehrssektor aber nicht. So, und eigentlich wäre es sinnvoll, dass, wenn jemand mit seinem Verbrennerauto fahren möchte, soll er das tun. Stichwort Technologieoffenheit, das ist immer so ein Schlagwort, was dann immer kommt. Aber da muss man sagen, wenn du das möchtest, dann musst du dafür bezahlen, weil du das Klima schädigst. Und zwar mit steigenden Kosten. Das heißt, das CO2-Zertifikat wird im Laufe der Zeit immer teurer.
ich muss es mir leisten können, mit dem Verbrenner zu fahren, sodass ich dann irgendwann einfach aus Marktgründen umsteige von selber, weil ich einfach sage, also das ist nicht mein Weg. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Subvention, also das Privileg des Diesels, der dann steuerfrei ist. Wir haben das Dienstwagenprivileg, wir haben die Entfernungspauschale. Und dass ich auch im Luftverkehr, das Kerosin wird ja auch nicht besteuert. Diese CO2-Bepreisung macht 31 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus. Die Subventionen wären nochmal weitere 28 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Bei der verursachergerechten Bepreisung wäre auch noch eine PKW-Maut mit dabei, die damit einfließt, die ähnlich jetzt, ich sag mal, wie eine LKW-Maut funktionieren kann. Die Details muss man sich angucken. Man kennt das aus verschiedenen Städten in anderen europäischen Ländern. Also eine fahrleistungsabhängige PKW-Maut. Wer viel auf der Straße fährt, wer sie viel nutzt, muss dafür zusätzlich bezahlen. Wie man das dann ausgestaltet, also das Umweltbundesamt hat auch da ein Kurzpapier veröffentlicht. Und wenn man diesen Mautsatz so, also Vorschlag ist eigentlich 1 Cent pro Kilometer, wäre das Ziel dann, und dieser Preis soll dann steigen bis 2033 auf 4,3 Cent pro Kilometer. Das würde dann halt gemeinsam mit den CO2-Bepreisungen dazu führen, dass dieser Sektor seine Ziele erreichen kann, erreichen wird. So, und die Maßnahmen, wie gesagt, das Stärkung Umweltverband, der Umweltverbund, also öffentlicher Nahverkehr und so weiter, bringt nochmal 9 Millionen, und die Stärkung der Schiene, also den Transport auf die Schiene zu legen, sind nochmal weitere 8 Millionen Tonnen, und dann kommen wir auf die rund 150 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenteinsparung bis 2030. Das tut halt weh. Vor allen Dingen, und das ist jetzt der Grund, warum Verkehrsminister Wissing da eher etwas populistisch sich geäußert hat, wobei die Populistik dann eher aus der Presse kam, gar nicht vom Minister selber, sondern das war dann die Interpretation der Presse, die natürlich sagen: Oh, Fahrverbot, das ist ja das Allerschlimmste. Also, das ist ja Einschränkung der individuellen Mobilität, das ist ja fürchterlich. Also man kennt das ja noch aus der Corona-Zeit mit den Lockdowns und der Diskussion: Waren diese Maßnahmen zielführend, notwendig und so weiter? Andere Diskussionen nicht an dieser Stelle. So, aber diese Klientel aus diesem, ich sag mal, FDP-Lager, die ja sehr freiheitlich nun mal denken, sehr liberal denken, sagen, naja, das ist ja so eine Einschränkung meiner Freiheit, das geht gar nicht. Ja, wobei, man muss halt, darf halt nicht vergessen, die Einschränkungen, die auf uns zukommen, wenn wir diese Klimaschutzziele nicht erreichen, erstmal ganz allgemein, werden viel schlimmer. Und wenn ich jetzt nicht langsam, wobei langsam ist es ja schon nicht, wir sind ja schon viel zu spät dran, aber wenn ich jetzt halt nicht kontinuierlich meine Zielerreichung vorantreibe, dann wird es am Ende halt schmerzhaft. Also wieder das Beispiel mit dem Abnehmen. Ne? Wenn ich jetzt sage, das die 10 Kilo im Jahr, und ich fange erst im Dezember oder im schlimmsten Fall sogar erst Mitte Dezember an, dann kommt auch noch Weihnachten. So, alle an der Festtafel können sich dann den Gänsebraten oder die Klöße und die Gemüselasagne, was es auch immer dann an Weihnachten gibt, was man dann gerne essen möchte, um dort zu schlemmen, dann müsste ich in dem Fall als Freund des Verkehrssektors in dem Bild 10 Kilo abnehmen und vor Weihnachten anfangen mit der strengen Diät, dann bin ich da raus. So, und das tut dann weh. Und auf dem Weg sind wir jetzt gerade. Ja, jetzt dann noch mit der Anpassung oder mit den Anpassungen im Klimaschutzgesetz. Das führt dann halt darüber hinaus dazu, dass also diese Einzelsektorbetrachtung nicht mehr funktioniert oder nicht mehr gemacht wird, auch wenn es ausgewiesen wird. Aber es gibt dann wieder, es ist eine Aufweichung. Ich bin mal gespannt, ob das höchstrichterlich dann auch Bestand hätte oder ob dann richterlich zu einer Entscheidung gekommen wird, dass eine Aufweichung dieses Klimaschutzgesetzes und der Zielerreichung nicht verfassungswidrig wäre, wie wir das ja schon mal erlebt haben, mit der letzten erfolgreichen Klage gegen die Anpassung beim Klimaschutz. Also,
Das muss man mal abwarten. Meine Vermutung ist, das würde dann ein Gericht kassieren. Vielleicht nicht komplett, aber in Teilen, dass das so nicht funktioniert, weil einfach die Zielerreichung, der Klimaschutz ist ein Menschenrecht, nicht erreicht wird. Und da gibt es da sind so Taschenspielertricks, die dort gemacht werden. Das gehört auch zum politischen Spiel. Die FDP sagt, wir wollen das so nicht, weil wir halt im Verkehrssektor das unseren Interessensgruppen nicht mitgeben können. Wir wollen ja bei der nächsten Bundestagswahl idealerweise im Bundestag bleiben. Stand heute sieht es ja etwas knapp aus im Jahr 24. Aber muss man mal abwarten. Aber das politische Spiel geben und nehmen in unserer Dreier-Regierungskoalition, SPD, Grüne, FDP. Und wenn dann manche Parteien das eine wollen, die anderen wollen das andere, dann muss man irgendwie einen Weg finden, wie man dort bei verschiedenen Gesetzen auf einen Nenner kommt. Also das war jetzt in dem Fall ein Deal oder ein Kompromiss zwischen den Grünen und der FDP, also Klimaschutzgesetz auf der anderen Seite, das Solargesetz, was dort entsprechend beide durch die, also einfach auf den Weg gebracht wurden. Heißt jetzt also, um das Thema dann mal zusammenzufassen, die Fahrverbote, das wäre ganz extrem, das wird jetzt nicht kommen. Könnte kommen im Jahr 2029, wenn wir sagen, bis 2030 wollen wir die Ziele erreichen. Wir schaffen es nicht, also müssen wir Fahrverbote machen. Das interessiert die heutige Regierungskoalition natürlich nicht, was im Jahr 2029 passiert. Das Problem muss dann die Regierung der Zukunft lösen. Viel sinnvoller ist es, jetzt konzentriert kontinuierlich die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Vorschläge, die Maßnahmen liegen vor. Die sind auch wissenschaftlich fundiert ermittelt. Da kommt es jetzt nicht auf die Nachkommastelle an. Also ob da jetzt 150, 140 oder 160 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente sind, ist egal. Und da kann man auch sagen, ja, das ist doch, es soll doch technologieoffen sein. Ja, kann es alles sein. Aber die Maßnahmen, die wir jetzt haben, helfen. Alles andere, also E-Fuels, auch diese HVOs, die sind jetzt nicht so in den Mengen verfügbar, dass das signifikant bis 2030 einen Beitrag leisten kann. Ist einfach so. Also diese Maßnahme kann ich mir überlegen für später. Selbst dann wird sie nicht kommen. Stand heute, wenn wir sagen, wir müssen jetzt mal loslegen und wir wollen auch loslegen, sind das die falschen Maßnahmen. Also können wir festhalten, wir wissen ziemlich genau, was wir im Verkehrssektor machen sollten, machen müssen, damit wir unsere Ziele erreichen. Wie gesagt, diese 8 Maßnahmen, die das Umweltbundesamt zusammengefasst hat, ist sehr sinnvoll. Ansonsten, je länger wir warten, desto schlimmer wird es am Ende. Und dann, ja, wird das spannend, das einer Bevölkerung zu erklären, wenn die Einschnitte noch viel, viel härter sind. Heißt also, jeder persönlich kann natürlich seinen Beitrag leisten im Rahmen seiner Möglichkeiten, ohne dass jetzt jeder sofort sich ein Elektroauto leisten kann, leisten muss, leisten sollte. Die persönlichen Bedingungen sind nicht so, dass jeder das heute schon kann. Auch da ist dann nochmal ein Nachsteuern nötig, was Ladeinfrastruktur etc. pp. Angeht. Auf der anderen Seite, es geht voran. Es gibt immer mehr Elektroautos, die auch günstiger sind. Der Zweitmarkt wird auch irgendwann mal kommen und dann sind wir auf einem guten Weg. Da kann, wie gesagt, jeder seinen Beitrag leisten, auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen, da wo es im Moment sinnvoll geht. Da ist es ja auch immer sehr schwierig noch, vor allem im ländlichen Raum, ich denke in Großstädten oder in Ballungszentren, Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, München, ich sag mal Rhein-Main. Region, das geht schon ganz gut. Sobald man in den ländlichen Raum kommt, wird es dann schon schwierig und zäh. Da geht es nur mit dem Individualverkehr. Dann idealerweise aber auf Fahrten verzichten. Vielleicht mit dem Fahrrad ist ja auch noch gesund. Also von daher, das ist der Weg. Und dann schafft es auch der Verkehrssektor, dann schafft es auch das Verkehrsministerium, die Ziele zu erreichen, um das Klima zu schützen. Nächste Woche geht es dann weiter gemeinsam mit Christian Kamlott. Und in 2 Wochen ist ja wieder der 5. Donnerstag im Monat. Da gibt es dann wieder eine Sonderfolge. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.